Ja, ich bin's wieder, euer Rolf. Und ihr wisst ja, sollte der Roller nicht mehr laufen, müsst ihr euch nicht gleich besaufen. Lieber mal einen Blick riskieren und sich dafür nicht genieren. So, wir haben jetzt also schon mal die groben Ursachen festgestellt, weil der so lange stand, haben wir natürlich wieder Vergaserprobleme. Dann ist ein Schlauch gebrochen, weil das Plastik weich geworden ist. So, als erstes machen wir natürlich erstmal die Sitzbank hoch, weil wir müssen ja jetzt alles lösen, damit wir an den Vergaser kommen. Dann haben wir hier jeweils zwei große Schrauben für die Sitzbank, die wir lösen müssen. Dann können wir die runternehmen. Dann haben wir da eine Schraube, da eine Schraube, da eine Schraube. Das müssen wir alles abnehmen, weil hier in der Mitte, in dem Helmfach, haben wir eine Serviceklappe. Allerdings ist es so, leider reicht die nicht aus, um da ranzukommen an dem Vergaser, wie wir das wollen. Also brauchen wir die nicht unbedingt abmachen. Das ist nur für Kleinigkeiten gedacht, wenn ihr mal was einstellen müsst. So, wir haben also alles abgebaut, die Verkleidung. Dann haben wir Schläuche abgenommen an der Seite. Das zeige ich euch gleich nochmal, das sind nur Schellen. Jetzt müssen wir diese Schraube und hier ist noch eine Schraube lösen. Dann können wir das nach oben rausziehen. Hier ist die Kaltstartautomatik, die hat auch zwei kleine Schrauben, die lösen wir auch. Dann können wir das rausziehen und können den Vergaser komplett rausnehmen. So, wir haben das also alles gelöst. Seht ihr hier einmal die Kaltstartautomatik. Das eine gehört hier rein. Da ist eine Führung drin, da müsst ihr darauf achten, wenn ihr das wieder zusammenbaut. Hier kommt die Kaltstartautomatik dann wieder hin. Dann haben wir den Vergaser soweit frei. Schlauch haben wir gelöst. Dann können wir ihn rausnehmen, mit nach Hause nehmen und reinigen. So, nachdem wir den dann gereinigt haben, bauen wir das natürlich wieder zusammen. Das kommt hier rein. Die Schrauben haben wir natürlich ordentlich weggelegt. Die zwei Schrauben wieder festmachen. Die Kaltstartautomatik kommt hier drauf. Auch zusehen, dass das ordentlich drauf sitzt. Schrauben wieder reinmachen. Dann machen wir den Vergaser wieder ran. So, wir haben jetzt soweit alles zusammengebaut. Haben die Schrauben ordentlich festgezogen. Hier seht ihr, das ist das Gas. Und dann müssen wir den Vergaser reinsetzen. Das heißt, wir machen hier. Kommt das rein, seht ihr ja, das passt nur in eine Seite, da kommt das rein. Dann kommt hier unten, ganz wichtig, auf diesen kleinen Pinökel, kommt das Öl wieder drauf, damit er das Gemisch auch macht. Nicht vergessen, die ganze Geschichte. So, nochmal die Ansicht von hier. Seht ihr, da und da, das passt jeweils auf die Schläuche drauf. Dann haben wir hier den Benzinschlauch, den müssen wir uns jetzt auf die Länge machen, weil der muss ja hier auf den Benzinhahn drauf. Seht ihr, den Anschluss. Da muss der drauf und deswegen müssen wir den erstmal auf die richtige Länge zurechtschneiden, weil der ist jetzt hier ein bisschen lang. So sollte das Ganze dann aussehen, wenn es fertig ist. Seht ihr, Vergaser ist wieder eingebaut. Ordentlich, alles wieder drauf, vernünftig. Das ist ganz wichtig, dass ihr das mal ordentlich seht. So sieht das dann aus, das Ganze. So Leute, das ist ja alles jetzt nicht so geil, wie ich gedacht habe. Habe ich den ganzen Vergaser gereinigt, alles außen eingebaut und dann springt die Karre nicht an. Jetzt haben wir folgendes Problem. Batterie ist leer und so Kickstarter geht ganz schwer, weiß ich auch nicht warum. Jetzt müssen wir erstmal die Batterie laden, selbst meine Ersatzbatterie, die ich mit hatte, auch platt. Naja, irgendwas funktioniert da noch nicht. Ich werde diesen Fehler natürlich finden und dann wird der Roller wieder rennen. Also schauen wir mal. Bis dann. Ciao, euer Roller Rolf. Tschüssi.